Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Bevor wir anfangen, hier eine kleine Epilepsie-Warnung. Das nachfolgende Spiel ist sehr, sehr farbenprächtig mit sehr vielen blinkenden Lichtern. Also solltet ihr, wenn ihr unter Epilepsie leidet oder Tendenzen dazu habt, euch dieses Video besser nicht ansehen oder zumindest die Tonspur nur anhören und nicht das Video schauen. Und nochmal hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin euer Shadowfox von Death Angel Elite Gaming und wie ihr dem Titel schon entnehmen konntet, geht es mir dieses Mal um ein ernsteres Thema und zwar werde ich eine Pause von YouTube machen. Das hat folgende Gründe, denn im Endeffekt möchte ich mich umfokussieren und zwar auf Twitch. Weil ich finde, ein Stream ist viel, viel angenehmer für mich einfach zum Erstellen, Bearbeiten, Machen, Tun als ein YouTube-Video. Die Gründe werde ich dafür auch gleich noch nennen. Ich möchte nur vorab sagen, dass diese Entscheidung für mich irgendwie gar nicht so einfach ist, wie ich dachte. Denn im Endeffekt ist es so, ich habe wahnsinnig viel Zeit und Arbeit in diesen Kanal investiert. Ich habe ein paar Fakten für euch. Und zwar, der YouTube-Kanal ist seit Anfang letzten Jahres, also Januar 2016, aktiv. Und das allererste YouTube-Video, das der Nanoki und ich zusammen noch gemacht haben, war am 20.06.2016. Also über ein Jahr haben wir den Kanal jetzt schon. Und mittlerweile, von Statistik her, sind es 427 YouTube-Videos und als Gegenstück 390 Twitter-Posts. Heftig, also schon krass. Es ist natürlich unzählige. Jetzt habe ich schon wieder gemacht. Ich hasse diese Ms. Na egal. Ich habe unzählige Stunden Arbeit, Zeit und Gaming halt in diesen Kanal gesteckt und mittlerweile ist es halt schade, wie es sich ja entwickelt hat, nicht entwickelt hat. Wie soll man das sagen? Also ich finde es einfach schade, dass der Nanoki nicht mehr mitmacht und ein paar andere Gründe, die ich jetzt aufzählen werde. Warum ich den Kanal pausieren werde und mich umfokussieren auf Twitch. Erstens ist es einfach ein tierisch zeitintensives Hobby. Es wird auch von anderen Kanälen immer wieder und von anderen Leuten immer wieder betont. Die Aufnahmezeiten, die Verarbeitung, das Uploaden, das frisst alles Zeit ohne Ende. Alleine für die letzte Aufnahme von Dust habe ich 4 Stunden an reiner Aufnahme verbracht. Das Ganze zu bearbeiten und abzuloaden, wollen wir gar nicht von reden. Ja, das war stundenlange, tagelange Arbeit. Man sieht es ja auch jetzt wieder am aktuellsten Video, ich glaube an Folge 42 ist es gerade, dass die noch nicht mal oben ist, während ich dieses Video schon erstelle. Das heißt, ich habe jetzt schon wieder im Hinterkopf, wann nehme ich das nächste Mal auf, wie lange kann ich das bearbeiten und hast du nicht gesehen. Denn ich möchte auf jeden Fall das Let's Play von Dust in Elysian Tail noch zu Ende bringen, um einfach die Vollständigkeit in dem Spiel, von dem Spiel zu haben. Aber die Sache ist schlicht und ergreifend, ich habe keine Lust mehr auf YouTube. Was heißt keine Lust? Ich habe einfach kein Interesse mehr daran. Aber wie gesagt, Begründung kommen wir jetzt zu. Bitte, wie sind wir ja gerade dabei? Das habe ich nämlich vertan. Na egal. Ja, wie gesagt, Punkt 1 ist einfach die Zeit. Die Aufnahmen, die Verarbeitung, der Upload, das frisst einfach mir zu viel Zeit. Punkt 1. Punkt 2 wäre der Community-Kontakt. Denn ich finde es schöner, in einem Livestream Anfragen zu beantworten, die wirklich live gestellt wurden. Das heißt, die Person sitzt gerade vorm Rechner und ich kann sofort darauf reagieren. Im Gegensatz dabei YouTube hat man halt nur die Kommentarfunktion. Und ich freue mich über jeden Kommentar, der kommt, definitiv. Die Sache ist einfach nur, dass die letzten Kommentare eigentlich nur daraus bestanden, hey, klick auf meine Seite, bla bla bla, dies, das. Und das ist uninteressant. Und diese Kanäle werden auch interessanterweise sehr aktiv gesperrt. Na egal. Die Sache ist folgende. Ich finde es halt schöner, einfach live etwas zu beantworten. Normalerweise hasse ich Telefonate und liebe es zu schreiben mit WhatsApp und sonstiges. Aber bei YouTube ist es wirklich so, die Kommentare sind schön und gut, aber manchmal übersieht man sie. Manchmal hat man es nicht auf dem Schirm oder sonst was. Und bei dieser Community-Kontakt, den du mit Twitch herstellen kannst, den finde ich einfach genial. Deswegen ist es auch ein Grund, warum ich so auf Livestream gehen möchte. Ich weiß, man kann auch mit YouTube Livestream, aber ja, weiß ich nicht. Mein dritter Grund wäre natürlich auch, dass der Nanoki abgesprungen ist. Ich mache ihm da überhaupt keinen Vorwurf drüber. Die Sache ist nur schlicht und ergreifend, er hat einfach nicht die Zeit im Moment.
mit der WR hat sie schon lange nicht mehr und ist so mit Arbeit und Hobbys und Freundschaften pflegen beschäftigt, dass er selber Zeit, dass er selber kaum noch Zeit zum Atmen hat, so rum. Und deswegen kann ich verstehen, dass es für ihn nicht so leicht ist und dass er dementsprechend nicht sich hinsetzen kann und einen auf, hey, die Welt ist so schön, stundenlang Let's Playen machen kann. Ist klar. Ne? Ich kann ja auch nicht jeden Tag Let's Playen. Ich habe auch manchmal Tage, wo ich einfach keine Lust habe. Ja, oder wo ich einfach sage, oh nee, die Laune ist so im Keller, ich bin so müde, ich brauche gar nicht anfangen, ein Video zu machen, weil dann sitze ich da und rede, ja, wir gehen jetzt mal hier lang und da. Ich habe so ein paar Videos produziert, das weiß ich, und ich hasse diese Videos. Das ist richtig, richtig schlimm. Weil man das sieht, weil man denkt sich doch, das will doch keiner gucken, wie da so ein Halbtoter irgendwie rumsitzt und versucht irgendwas zu erzählen, obwohl man merkt, dass er absolut müde ist. Bringt nichts. Okay, weiter im Kontext. Der vierte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist einfach die Entwicklung auf YouTube im Moment. Ich meine, ich bin noch nicht davon betroffen. Es gibt andere YouTuber wie Gronkh, LeFloid und Co., bei denen es wirklich sehr prägnant ist, dass es, ja, wie soll ich sagen, dass es, dass dieser Algorithmus einfach nicht funktioniert. Gab es auch schon einige Videos drüber, habe ich auch schon gesehen. Aber dass halt Videos gesperrt werden und, ja, weiß ich nicht. Also das finde ich einfach, das ist doof. Doof hoch 10. Und mich betrifft es nicht. Noch nicht. Aber wenn es mich betreffen würde, wäre das schon echt bitter. Gut, ich bin jetzt kein großer YouTuber. Ich habe nicht 1000 Abonnenten, sondern vielleicht 25 auf dem Höchststand. Was mir auch schon wirklich viel ist. Wobei ich glaube, 4 oder 5 davon sind wir selber, glaube ich. Na egal. Auf jeden Fall halt nähere Bekannte. Das, ihr wisst, was ich meine. Ja. Und das ist wirklich auch so ein Grund, warum ich sage, YouTube ist im Moment mehr schlecht als recht, ich weiß es nicht. Ich will nichts gegen YouTube sagen, die haben bestimmt auch ihre Beweggründe, aber irgendwie diese Entwicklung in letzter Zeit ist nicht gerade sehr positiv, was auch nicht gerade meine Laune dazu steigert, YouTube-Videos zu produzieren. Mein letzter Punkt, den ich einfach nur habe, wäre der Spaßfaktor, den Twitch verbreitet. Denn wie gesagt, der Zeitaufwand ist viel, viel geringer. Ein Streamer eben starten geht viel, viel einfacher und schneller als ein riesen Video aufsetzen oder mehrere Videos hintereinander aufsetzen. Ich kann einfach den Stream anschmeißen, ein paar Stunden streamen und kann wieder gehen. So nach dem Motto. Twitch speichert dann die Videos zwischen und das ist so angenehm, einfach das nicht machen zu müssen. Und man ist halt viel näher an seiner, in Anführungszeichen, Community. Also ich habe ja keine richtige Community wie die Großen jetzt, aber ich habe ein paar Leute, die Videos gucken und die auch regelmäßig mal in den Stream reinschauen, wenn ich denn mal streame. Und ich finde das so genial. Alleine, wie viele Leute ich durch den Stream schon kennengelernt habe, auch wenn es nur 4 oder 5 sind, finde ich richtig, richtig genial. Und das ist auch so ein Grund, warum mir Stream mehr Spaß macht als Videos erstellen auf YouTube. Ich meine, Videos erstellen generell macht mir trotzdem Spaß und ich werde auch nicht damit aufhören. Aber von diesem Zeit-Spaß-Aufwand, muss ich sagen, ist Twitch einfach angenehmer und lustiger. Und man ist halt schneller an Leuten dran, als wenn man YouTube-Videos macht. Weil dann muss man erst gesehen werden und muss erst gefunden werden. Gut, das ist auf Twitch genauso, ne? Wenn du das Video nicht, den Stream nicht anklickst, dann guckt's ja keiner. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist es angenehmer von der Nutzung her. Schon nach ein paar Mal, wo ich jetzt bei Twitch gestreamt habe und halt den, wie gesagt, 427 Videos, die wir und ich halt gemacht haben. Na, ist der Unterschied. Ja, ich möchte mich noch kurz so zu ein paar abschließenden Sachen äußern. Und zwar, es ist kein Ende jetzt auf ewig. Es ist erstmal nur eine Pause auf unbestimmte Zeit. Ich weiß nicht, wann ich wieder anfange, YouTube-Videos regelmäßig zu machen. Ob ich einfach die Qualität der YouTube-Videos steigere, weil es gibt ja Leute, die posten nicht viel, aber die posten sehr qualitativ, wo man wirklich merkt, da ist wirklich Arbeit reingeflossen. Zum Beispiel, wen ich gerne gucke im Moment oder mal geguckt habe, ist Ray Feller, ist da ein schönes Beispiel für. Weil der zum Beispiel wenig postet, dafür aber sehr qualitativ. Na, also da sieht man wirklich, dass er sich Arbeit gemacht hat und dass es halt wert ist, einmal in der Woche das zu gucken. Dafür ist es halt nur das Best-of und nicht das komplette Stück. Ist eine Ansichtssache, aber egal. Wie gesagt, keine Pause auf ewig, aber auf unbestimmte Zeit. Ansonsten, ich werde auf jeden Fall noch Videos weitermachen. Für mich und für andere Kanäle wahrscheinlich auch. Ich unterstütze ja so ein bisschen Videoproduktion von meiner Mutter und meiner Schwester, ihrem Channel.
Und habe auch noch so ein paar Ideen für mich selber, so zwei, drei Videos, die ich gerade heute mir ausgedacht habe und die ich eigentlich ganz gerne in Angriff nehmen würde, weil ich die total cool finde. Aber ja, ich weiß noch nicht, ob ich die wirklich auf dem Gaming-Kanal hochlade. Ich habe ja noch einen Privatkanal, den Shadow Fox 9. Und Death Angel Elite Gaming war ja eigentlich, wie gesagt, so ein Gruppending mit Nanoki, was ja jetzt leider nicht mehr geht. Joa. Das wollte ich einfach mal loswerden. Ich weiß gar nicht, warum ich dieses Video mache. Vielleicht guckt es auch keiner, wer weiß. Aber für alle, die es gucken, erstmal danke, dass ihr bis hierhin meinem Gequatsche gelauscht habt. Ich hoffe, die Gameplay-Szenen haben euch gefallen. Das ist übrigens Dungeon Defenders. Hat mir ein lieber Kollege mal gezeigt und seitdem habe ich es mir dann irgendwann, oder ich habe es mir irgendwann mal für PC geholt, fand das mega lustig und den Charakter, den ihr da gerade seht, ist mein Main-Charakter mit Level 30 von 100, glaube ich. Also ich habe nicht so weit gespielt, aber es ist halt so ein zwischendurch Casual-Fun-Game. Ja, gut, ich glaube, ich habe soweit meinen Standpunkt klar gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war aufschlussreich. Ich werde jetzt auch nicht mehr so lange quatschen, weil wir sind ja schon bei 10 Minuten und wenn das noch länger dauert, dann wird es, glaube ich, auch uninteressant irgendwann. Ich wollte jetzt nicht so ein Riesenvideo darüber machen, aber es war mir irgendwie schon wichtig, das einmal in ein Video zu verpacken und ein bisschen zu zeigen, okay, hier, es gibt Gründe, warum jetzt nichts mehr kommt und dass es nicht auf einmal einfach weg ist und ja, ich mache jetzt halt nichts mehr Pech für euch. Aber ja. Ihr wisst Bescheid, ich weiß Bescheid. Wie gesagt, wir sehen uns wahrscheinlich dann auf Twitch, auf meinem Kanal Shadow Fox 9 auch, aber das Fox O mit einer 0. Ich werde es auch nochmal irgendwie in die Videobeschreibung packen wahrscheinlich. Also, wir sind nicht aus der Welt, aber ich weiß nicht, wann es weitergeht oder wann sich die Lust wiederfindet oder ob ich andere Videos machen werde oder was sich noch entwickelt. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss mit dem Video. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Abend, wann immer ihr das guckt. Und sage bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Stream, wann immer wir uns wiedersehen. Macht's gut. Ich bin euer Shadow Fox von Death Angel Elite Gaming.